Willkommen. In meinem Leichtbau-Zusammenfassungs-Laber-Video habe ich erwähnt, dass wir das nochmal durchgeführt haben, dieses Projekt, bei Herrn YT, bei seinem YT Decoy-Fahrrad. Und jetzt hier die Story, wie ich hier sitze und darüber erzähle, was wir an dem Tag umgebaut haben. Mit ein paar schönen Einblendungen per Bilder von Gewichten, von Komponenten und vom Fahrrad. Wir haben heute das YT von uns aus der Gruppe optimiert. Gewichtsoptimiert. Herr YT war auch so ein bisschen auf dem Trip, war eigentlich schon immer, er hat mich eher so in die Richtung gebracht, ein leichtes Fahrrad ist irgendwie immer, oder ein leichteres Fahrrad, nicht zu leicht, aber schon angemessen leicht, schwierig da einen Begriff dafür zu finden. Er hatte Bock, auch sein Fahrrad zu optimieren, nachdem er es bei mir gesehen hat, dass ich es durchgezogen habe, hatte er auch Bock und hat sich auch die Teile ewig zusammengesucht, hat mich gefragt. Das ist dann wieder, wo dieser ganze Kreislauf, den man sich aufgebaut hat mit seinen Freunden, mit seinen Bike-Buddies, die man eigentlich nur übers Biken kennt, dass sich mittlerweile schon echt tiefgreifende Freundschaften ergeben haben. Wir haben uns dann wieder gegenseitig ausgetauscht, was könnte man optimieren. Wir haben das heute den kompletten Tag umgebaut. Keine Ahnung, 6-7 Stunden waren wir zusammen. Dann kam noch Herr Rotwild dazu, einfach so aus, weil er just for fun, haben ein bisschen gegrillt, haben Dummzeug gelabert und haben sein Fahrrad umgebaut. Haben es leichter gemacht. Primär haben wir es eigentlich in Stand gesetzt, weil alle Lager waren durch, Antrieb war durch. Und dann kam mir so letztes Jahr auf die Idee, ja komm, jetzt über die Wintermonate, wir haben jetzt aktuell Januar 2024, können wir die Lager doch neu machen. Aber wenn wir doch eh schon alles auseinanderbauen, können wir das Fahrrad ja auch ein bisschen optimieren. Und dann habe ich Ersatzteile zu Hause, falls noch was kaputt geht. Dann sind wir losgegangen, haben geguckt, was könnten wir optimieren? Reifen. Hat wir schon relativ leichte Schwalbereifen drauf gehabt, aber schwere Laufräder. Laufräder. Was willst du haben? Auch Carbon? Oh, nee, sind mir eigentlich zu teuer. Gibt es denn leichte Alu-Laufräder? Er passt nämlich dafür perfekt rein, weil er hat kein hohes Eigengewicht. Er kommt bisher mit seinem 540er Akku überall mit. Ja, nehmen wir doch die leichten Newman-Alu-Laufräder. Haben uns dafür entschieden, haben die bestellt. Reifen haben wir mal Wolfpack ausprobiert. Gabel hat sich eine 38er gegönnt, weil sie irgendwie massiv aussieht. Er hat noch seine alte 36er zu Hause gehabt. Und der hat auch individuell anpassen lassen, wie ich. Dein Vater ja auch schon, hat dann gemerkt, funktioniert deutlich besser. Dann eine angepasste Gabel. Warum nicht die 36er? Ist auch leichter. Und dann war er angefixt von dem, der hat noch die F-Fachschaltung von Shimano. Alles verschlissen. Warum bauen wir nicht die L-Fach? Die I2 von Shimano ein, also Funk. Nee, nicht Funk, elektrisch. Elektrische Schaltung ein. Ja, haben wir die Teile auch besorgt. Haben wir alles letztes Jahr besorgt, im letzten halben Jahr die Teile besorgt, um es dann halt heute in einem der Wintermonate, draußen liegt Schnee und es ist kalt und keiner hat Bock zu biken, das umzubauen. Das haben wir dann gemacht. Leichtere Griffe, dann hatte ich ja die Carbonkurbeln, hat er bei meinen letzten, bei den Touren, wo wir zusammengefahren sind, gesehen, auch kürzer, hat er auch Bock drauf. Und dann auch wieder an Weihnachten echt günstig 160er Kurbeln für Carbonkurbeln für ein Shimano-System geschossen für 170 Euro statt knapp 300. Kommen wir jetzt zu den Gewichten. Ich blende das auch immer mal, hier sieht es gut aus auf dem Display, hier so ein. Wir hatten ein Ausgangsgewicht, ich mit Toleranz wage es ja auch nicht hundertprozentig genau, sagen wir mal, wir runden jetzt mal leicht auf von 22,9 Kilogramm. Ist ja schon leicht für ein, nennen wir es Full Power Enduro, E-Mountainbike Enduro. Full Power, weil es halt ein vollwertiger Motor ist, nichts Gedrosseltes. Ist zwar ein E8000 Motor, der maximal noch 600 Watt abgibt und nur 70 Newtonmeter hat. Wir hatten ja im Lastenheft stehen, was wir vorhaben, unter 22 Kilo. Also war unser Ziel nur 900 Gramm Gewichtsreduzierung. Er selbst, der Fahrer von dem Fahrrad, ist nicht sehr schwer, deutlich leichter als ich. Von daher sehe ich da auch kein Problem mit leichten Alulaufrädern. Und Rädern mit einer dünnen, oder Reifen mit einer dünnen Karkasse und der Rest ist Spielereien, auf die er einfach nur Bock hat. Und natürlich auch Gabel. Ja, jetzt sagen wieder viele, boah, die 38er Gabel ist doch viel steifer und stabiler als eine 36er. Früher gab es nur 36er vor 2020. Das ist 3 Jahre her, 4 Jahre her. Gab es keine 38er Standrohre Gabel bei einem hier normalen E-Mountainbike oder Enduro-Fahrrad. Gab es einfach nicht.
Haben die Gabeln auch funktioniert? 36er, it is. Ist bei mir vielleicht auch eine Option, so Richtung, ich würde da mal Richtung Lyrik gehen. Ich habe hier lustige Bilder gemacht, wir haben alles schön dokumentiert zum Film. Hatte ich keine Lust. Machen das jetzt lieber hier schön in der gemütlichen Runde und blenden ein paar Sachen dazu ein. Als erstes haben wir mal das Laufrad, das alte Laufrad vorne gewogen. Ist ein E13-Laufrad von was YT verbaut hat, mit 203 Shimano XT-Bremsscheiben, die nehmen wir auch mit auf das neue Fahr, auf die neuen Laufräder, die ändern wir nicht. Tubeless mit einem Magic Mary in 2,629 Zoll. Es ist der alte Magic Mary Reifen, also nicht die neueste Generation, wo die Bezeichnungen mit Super Trail, Super Gravity und Super Soft so untereinander stehen, sondern noch mit diesen Blöcken nebeneinander. Ich versuche mein Bild zu finden. Die waren leichter, die Reifen, das sollte man dazu wissen. Für das Endergebnis mit dem neuen Reifen. Das Laufrad hinten hat 3,1 Kilo gewogen. Ist okay, ist auch ein E13 Felge mit einer DT Swiss 350er Narbe. Die haben wir mal umgespeist, weil die E13 aufgegeben hat. Das Ganze kombiniert mit einem 11-fach Shimano Antrieb. In dem Fall war, glaube ich, ein SLX Antrieb drauf, eine SLX Kassette. Mit einem Hans Dampf der neueren Generation. Aber in Super Trail. Und die neueren Generationen, wenn man immer diese Striche hat, die immer kleiner werden mit den Eigenschaften von dem Reifen, die sind deutlich schwerer geworden. Klar, die Anforderungen an so ein Fahrrad steigen ja auch, wie gesagt. Aber hier haben wir einen leichten Fahrer, ich sag's nochmal, da braucht man nicht die fetten Karkassen oder Inserts. Machen halt 20 Kilo Gewichtsunterschied oder 25 Kilo schon einiges aus. Eine Fox 38 ohne Steckachse, das ist jetzt hier ganz wichtig, wiegt 2,295 bzw. 2,3 Kilogramm. Ist schon mal einiges. Wir reden jetzt hier nur von der Gabel mit dem Konus oben drauf. Gut, das Konus für Blocklock, der ist ein bisschen, wiegt wahrscheinlich ein paar Gramm mehr, haben wir jetzt nicht abgebaut, weil die Gabel bleibt als Ersatz. Mit der Grip 2 Kartusche. Keine Ahnung, wie das der Unterschied ist in 29 Zoll, aber das ist ja auch egal. Reinkommt eine Fox 36 mit einer Grip 1 Kartusche, die getuned wurde. Also auch egal. Nicht die E-Bike-Variante, sondern die normale. 1,97. Runden wir auf, 2 Kilo. Also 300 Gramm gespart. Ist schon mal einiges. Nur an der Gabel. Und ich finde 36er und 38er von der Steifigkeit. Ja, vielleicht merkt man es. Vielleicht merkt man es auch nicht. Wir sind Hobbyfahrer. Da merkt man, ja, vielleicht Nuancen in bestimmten Situationen. Aber ich denke mal, in 99% der Fälle merkt man es nicht. Vor allem die ist halt, wie gesagt, getuned. Wie mein Fahrwerk. Und das wird man merken, dass es viel besser funktioniert. Dann sind wir von der normalen Steckachse bei der 36er Gabel, die 115 Gramm wiegt, mit dem Hebel an der Seite, auf die zum Schrauben von Fox gewechselt. Die wiegt nur 44 Gramm. Da kommen wir zum nächsten. Meiner Recherchen her hat das YT Decoy eine Steckachse für hinten, die ist individuell für dieses Fahrrad angefertigt worden von DT Swiss. Da hätte der Besitzer von dem YT gerne eine andere. Eine auch zum Schrauben, wo man halt einen Imbus für braucht. Und vielleicht ein bisschen leichter. Wenn da jemand was kennt, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Würde uns freuen. Ja, würde uns freuen. Und wäre cool. Aluminiumlaufräder. Da fehlt das Tubeless-Band und das Ventil. Ja, ich blende jetzt mal ein. Hinterrad wiegt 915 Gramm. Vorderrad wiegt 820 Gramm. Wie gesagt, Mallet-Bereifung. Hab jetzt keinen Vergleich, was die alten gewogen haben. Reifen. Reifen. Wir sind auf Wolfpack gegangen, weil es heißt, das ist irgendwie ein ehemaliger Schwalbe-Mitarbeiter, keine Ahnung, der die Mischung noch optimiert hat, whatever. Auf der Webseite preist er seine Reifen als leicht an. Wie werden Reifen leicht? Sie haben wenig Pannenschutz und keine dicke Karkasse oder Seitenwand. What? Der Hinterreifen kommt auf 945 Gramm. Denke, wird deutlich leichter sein als der Hansdampf, der drauf ist. Dann hat er ja noch seine Kurbeln geändert. Andere, die Originalkurben, Shimano XT in 100, was sind es, 65 oder 170, wiegen 428 Gramm. Carbon in 160, 318. Da für Gewichtsersparnis, Preis-Leistungs ist, war auch bei mir so, eher suboptimal. Carbon-Kurbeln ist sowas. Ja, es ist nice to have, wenn man bereit ist, das auszugeben.
man es jetzt merkt, kürzer ja, ob sie leichter sind, im Gesamtgewicht ja, jetzt beim Kurpedalieren denke ich nicht. Das komplette Hinterrad, das alte hat 3,1 irgendwas gebogen, das neue komplett montiert, Bremsscheibe, Reifen, Milch, Tubeless Band, Ventil, also komplett ready to go, 2,6 Kilo, 500 Gramm, über 500 Gramm schon mal weniger. Ja. Gabeln 300 Gramm, plus die Steckachse nochmal, keine Ahnung, über 50 Gramm. Wir nähern uns unserem Ziel, unter 22 Kilo. Vorderrad vorne, sind wir nur, wiegt jetzt 2,2 Kilo. Sind wir knappe 50 Gramm leichter als vorher. Woher kommt das? Ich denke mal, es kommt davon, dass er vorher den leichten Magic Mary, den älteren, drauf hatte. Okay, also Reifen vorne ist jetzt nicht wirklich leichter. Schaltwerk hinten. Kommt ihr das elektronische von Shimano XT drauf? Das wiegt 319 Gramm. Okay. Das alte XT-Schaltwerk wiegt 262 Gramm. Damit gewinnen wir wieder Gewicht. Wird schwerer also das Fahrrad. Was ich jetzt leider nicht gewogen habe, beziehungsweise wir haben es gewogen, ich habe noch keine Bilder gemacht, ist der komplette Kabelstrang. Also Schaltzug, Außenhülle, der Shifter oben. Das waren weit über 100 Gramm und das neue mit dem Trigger, mit dem Kabel, was ins Display geht, ist um die 20 Gramm. Also auch wieder, damit sparen wir halt deutlich Gewicht in Summe. Schaltwerk ist 20 schwerer. Haben wir dann natürlich noch ein paar Kleinigkeiten geändert. Er hatte noch ein Lichtkabel im Rahmen liegen, hatten wir gesehen. Haben wir rausgeholt. Musste der Spacer, musste ein kleinerer drauf, weil die 36er Gabel war irgendwie ein bisschen kürzer. Auch wieder ein paar Gramm weg. Griffe. Haben wir auch so Schaumstoffgriffe. Jetzt war nicht die andere von der Witchy. Verbaut statt die Ergon auch nochmal bei 100 Gramm leichter. Wenn man jetzt mal so alles so im Kopf zusammenrechnet, haben wir unser Ziel erreicht. Das haben wir auch. Wir sind unter 22 Kilo. Aber wie weit wir drunter sind, das hat uns alle überrascht. Wir haben es mit vier Wagen, haben wir es gewogen. Und weil wir es nicht glauben konnten. Und alle haben bis auf ein paar Gramm alles das Gleiche angezeigt. Also, ja. Ich runde jetzt, was, okay, was wir abgelassen haben, ist der Fender vorne, weil der passte nicht hundertprozentig. Das waren knapp 100 Gramm. Aber ist egal, dieser Fox Fender für die 38er, der wird ja an diesen Entlüftungsdingern hinten an der Gabel festgeschraubt. Und die 36er ist ein älteres Modell, die hatte das nicht. Also passt der Fender nicht und haben wir jetzt abgelassen, sind 100 Gramm weniger bei dem Fender. Auf dem Endgewicht müsste man den eigentlich wieder dazu zählen, um den Vergleich zu haben zwischen Ausgangsgewicht und Endgewicht. Weil es wird auch wieder einer dran kommen. Was für einer, wissen wir noch nicht, aber ich blende jetzt mal ein. 21,36 runden wir mal wieder auf, weil wir hatten ein bisschen Toleranzen. 21,4 Kilo. Also haben wir 1,5 Kilo weniger und ich kann mir nicht erklären, warum. Wo es herkommt. Ich weiß es nicht. Eine Kabel, ja, was wir rausgeholt haben, war jetzt auch nicht die Welt. Vielleicht die Schaltzüge, vielleicht die alten Lager, weil da so viel Rost drin war, die haben wir jetzt nicht gewogen, weil wir alle Lager ja neu gemacht haben. Wir haben noch ein bisschen Dreck aus dem Motor rausgeholt. Er muss den Motor nämlich absenken, um das Kabel da reinzustecken für das elektronische Schaltwerk. Okay, ja. Aber krass. Es war auf jeden Fall war es ein geiler Tag mit geilen Leuten, wo wir einfach geschraubt haben, bisschen gegrillt, bisschen dummes Zeug gelabert. Einfach nur lustig. Das macht das Ganze halt aus. Und selbst hätten wir einfach nur zwei neue Reifen draufgezogen, es wäre egal gewesen. Wir hätten wahrscheinlich genauso lange da gesessen und hätten uns unterhalten und hätten Würstchen gegessen, was auch immer, ja, das ist einfach nur geil. Und ich bin jetzt echt gespannt, was er sagt, ob er einen Unterschied merkt, weil es war vorher schon leicht sein Bike und er konnte gut mithalten und jetzt ist es halt noch ein Tick leichter. Wie er mit den Reifen zurechtkommt, das ist eigentlich mein, was mich persönlich interessiert, ob die Wolfpack-Reifen, wie gut die sind. Egal, ich habe jetzt genug gelabert und dann sehen wir uns bald hoffentlich mal wieder auf den Trails, wenn dieser blöde Schnee und Eis weg ist, weil ich bin jetzt einmal Schnee gefahren diese Wintersaison, das reicht. Mehr habe ich keinen Bock. Wenn ihr Bock habt, euer Fahrrad zu optimieren, macht es einfach. Muss ja nicht all in sein, sondern einfach peu à peu. Hier mal ein kleines Teil, da mal ein kleines Teil, da mal einen neuen Reifen. Darum geht's. Es macht Spaß. Und das ist alles, worauf es ankommt. Dann bis zur nächsten Tour.